Hallo und willkommen zu dem Rhino Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euch in dem Programm zurechtfindet und wie ihr Objekte erstellen und verändern könnt. Wenn ihr Rhino öffnet, könnt ihr in dem Fenster die Skalierung auswählen, in der ihr arbeiten wollt. Je nachdem, wie groß euer Projekt werden soll, arbeitet ihr meist in Zentimetern oder Meter. Schmuckdesigner zum Beispiel verwenden auch oft dieses Programm und arbeiten dann aber eher im Millimeterbereich. Ihr seht, die Arbeitsfläche ist in vier Bereiche geteilt. In Rhino könnt ihr in vier Blickwinkeln gleichzeitig arbeiten. Das Fenster links oben ist die Draufsicht. Mit der linken Maustaste könnt ihr die Arbeitsfläche hin und her bewegen und mit dem Scrollrad könnt ihr zoomen. Darunter ist die Frontalsicht und rechts daneben ist die Ansicht von rechts. In den Fenster könnt ihr genauso navigieren. Die vierte Ansicht ist die Perspektive. Mit der rechten Maustaste dreht ihr die Arbeitsebene um den Nullpunkt. Hält man die Shift-Taste dazu gedrückt, bewegt man die Arbeitsebene frei im Fenster. Hier könnt ihr ebenfalls mit dem Scrollrad zoomen. Wenn ihr nur in einem Fenster arbeiten wollt, klickt ihr doppelt auf das Namensfeld. Wollt ihr wieder zu allen vier Ansichten wechseln, klickt ihr wieder doppelt auf das Namensfeld. Hier direkt über dem Arbeitsfeld befinden sich verschiedene Toolgruppen, in denen sich unterschiedliche Werkzeuge befinden, wie zum Beispiel Speichern, neues Fenster und so weiter. Oder hier verschiedene Ansichtmöglichkeiten und auch viele Werkzeuge, die zur Gestaltung der Objekte dienen. Ihr seht, wenn ich auf ein bestimmtes Thema geklickt habe, verändert sich die Sidebar hier links auch manchmal mit. Hier sind die wichtigsten Werkzeuge griffbereit abgelegt. Jetzt zu einer ziemlich wichtigen Leiste. Hier oberhalb der Werkzeugleiste ist die Befehlszeile. Alle Werkzeuge, die man anklicken kann, kann man ebenfalls als Befehl in dieser Zeile eingeben. Wollen wir zum Beispiel eine Polylinie zeichnen, tippen wir einfach in die Zeile Polyline ein. Und sehen, während wir tippen, werden uns schon Vorschläge gemacht. Diese Vorschläge zeigen alle Werkzeuge, die Rhino kennt und die mit den Buchstaben anfangen, die getippt wurden. Im Moment können wir auf der Arbeitsfläche Freilinien zeichnen. Am unteren Bildschirmrand hat Rhino noch einige hilfreiche Tools, die beim Zeichnen helfen. Ist der Grid Snap angeschaltet, orientiert sich die Linie automatisch an dem Raster der Arbeitsebene. Mit dem Gumball-Werkzeug kann man ein gezeichnetes Objekt mit den Pfeilen auf der Ebene verschieben. Die Pfeilfarben zeigen die Achsenrichtung, in die verschoben werden soll. Um ein Bild in Rhino als Hintergrund bzw. Vorlage zu laden, klickt man mit der rechten Maustaste auf die Toolbar und geht im Menü Show Toolbar auf Background Bitmap und das erscheint gleich eine kleine Toolbar. Um also ein Bild hochzuladen, klicken wir auf das erste Symbol und wählen dann unser Bild aus. Um das Bild auf unserer Ebene zu platzieren, ziehen wir einfach ein Rechteck auf, in dem dann die Grafik erscheint. Das Gitter hier im Hintergrund macht das Ganze etwas undeutlich. Um das Gitter auszublenden, geben wir in die Befehlszeile Grid ein und sehen verschiedene Befehle. Hier in der Mitte ist der Befehl Show Grid. Klicken wir da drauf, verschwindet das Raster. Unsere Grafik haben wir bis jetzt einfach nur reingeladen, müssen sie aber noch skalieren. Dazu klicken wir auf das vierte Symbol in der Toolbar. Um zu skalieren, braucht man eine Referenz. In dieser Grafik habe ich hier unten einen Maßstab. Ich klicke auf die 0 und mit der Shift-Taste gedrückt ziehe ich eine Linie bis zur 10. In der Befehlszeile gibt man jetzt die Länge an, auf die es skaliert werden soll. In unserem Fall jetzt also 10 Meter. Rhino zieht jetzt eine Linie mit der Länge und man muss nur noch entscheiden, in welche Richtung skaliert werden soll. Also halten wir die Shift-Taste gedrückt und klicken. Um zu überprüfen, ob das stimmt, geben wir den Befehl Distance in die Befehlszeile ein und messen die Länge und sehen, bis auf eine kleine Ungenauigkeit stimmt das Ergebnis. Eine DWG-Datei in Rhino zu laden geht etwas einfacher. Wir gehen oben auf File, dann auf Import und können dort unsere DWG-Datei auswählen. In dem Fenster, das erscheint, kann man noch allgemeine Einstellungen festlegen, wie zum Beispiel die Einheiten. Die Datei liegt dann schon in einzelnen Linien vor. Um den Barcelona-Pavillon nachzubilden, lege ich die Grafik in den Hintergrund.
Ein Gebäude hat viele unterschiedliche Bauteile, wie zum Beispiel den Boden, Wände, Glas und so weiter. Um den Überblick zu behalten, arbeiten wir mit Layer. Die findet ihr rechts, wenn ihr das Fenster größer zieht. Oder ihr gebt in die Befehlszeile einfach Layer ein, falls sie nicht da sind. Mit Doppelklick kann man einen Layer umbenennen. Ich beginne erstmal mit dem Boden. Ich tippe Polyline in die Befehlszeile und drücke auf Enter. Ich fange links unten in der Ecke an, meinen Boden nachzuzeichnen. Um gerade Linien zu zeichnen, die Shift-Taste gedrückt halten. Wenn ihr wieder zum Anfangspunkt kommt, erscheint der Hinweis Point, damit man weiß, dass man an diesem Punkt die Polylinie schließt. Klicke ich die Linie an, sehen wir eine zusammenhängende Umrahmung. Als nächstes machen wir mit dem Glas weiter. Ich benenne die nächste Ebene in Glas. Wenn man möchte, kann man hier den Layer verschiedene Farben zuordnen. Für Glas nehme ich zum Beispiel Blau. Ich tippe wieder Polylinie ein und jetzt aktiviere ich unten den Smart Track und den O-Snap. Die Funktion hilft mir dabei, eine Hilfslinie von dem Punkt aus festzulegen, damit ich auf der gleichen Höhe mit meiner Zeichnung beginnen kann. So wie den Boden zeichne ich jetzt alle Glaswände einfach nach. Hier möchte ich jetzt auf der gleichen Linie mein Glas nachzeichnen. Um einen Punkt auf der Linie zu finden, gibt es hier unten die Funktion New. Damit kann ich einen beliebigen Punkt auf einer Linie finden. Die Pools zeichnen wir mit dem Rechteckwerkzeug. Zuerst lege ich einen neuen Layer an für die Pools. Und tippe Rectangle ein und ziehe mit zwei Klicks mein Rechteck auf. Das gleiche mache ich mit dem anderen Pool. Hier oben sind noch ein paar Innenwände. Für die legen wir uns wieder einen neuen Layer an und zeichnen sie einfach nach. Damit wir wieder an der bestehenden Linie anschließen können, muss unten ein Haken bei mir gesetzt sein.
Hier vor der Wand steht noch eine Bank. Dafür legen wir auch wieder einen neuen Layer an und hier benutzen wir auch wieder das Rechteckwerkzeug. Um nicht jedes einzeln zeichnen zu müssen, kopieren wir das Rechteck mit dem Befehl Copy. Wir wählen das Objekt aus, das wir kopieren wollen, und klicken auf die Ecke. Hier sind die Rechtecke allerdings nicht gleich groß. Mit dem Befehl Scale 1D können wir das Rechteck auf die passende Länge kürzen. Die restlichen Rechtecke können wir jetzt wieder mit dem Befehl Copy kopieren. Jetzt machen wir mit den Säulen weiter. Dazu lege ich auch erst wieder einen neuen Layer an. Und für die Säule benutze ich jetzt das Kreiswerkzeug. Tippe also Circle ein. Um einen Kreis zu zeichnen, muss ich zunächst einen Mittelpunkt festlegen und kann von da ausgehend dann den Radius bestimmen. Diesen Kreis kopiere ich jetzt auf die anderen Säulen und halte dabei die Shift-Taste gedrückt. Ich mache jetzt einen kleinen Einschub. Es gibt zwei Möglichkeiten, Objekte zu gruppieren. Um einfach nur ein Objekt zu einer Gruppe zu fügen, benutzt man den Befehl Group. Das kennt man auch aus anderen Programmen. In Rhino gibt es allerdings noch eine nützlichere Variante. Mit dem Befehl Block kann man Objekte auch wieder gruppieren. Das Besondere an einem Block ist, dass man alle Objekte in einer Gruppe auf einmal verändern kann, ohne jedes Objekt einzeln bearbeiten zu müssen. Nachdem ich die Säule gezeichnet habe, gebe ich Block in die Befehlszeile ein. Jetzt wähle ich alle Objekte aus, die ich zu einem Block zusammenfassen möchte und drücke auf Enter. Wir wählen jetzt den Basispunkt unseres Objektes aus und es öffnet sich dann gleich ein Fenster, in dem wir den Block benennen können. Ich nenne ihn einfach Säulen und drücke auf OK und damit ist der Block erstellt. Wir haben alles im Grundriss nachgezeichnet und können jetzt unseren Schnitt anlegen. Zuerst lege ich aber einen neuen Layer an für den Grundriss und ziehe die bestehenden Layer mit Drag and Drop einfach rein. Mit dem Symbol hier rechts daneben lege ich einen Sublayer unter den Schnitt für die Hilfslinien an. Ich nehme die Poolkante als Orientierung für meine Hilfslinie. Da wir jetzt nicht mehr auf der X- und Y-Achse zeichnen, drehen wir die Arbeitsebene, um genau in Z-Richtung zeichnen zu können. Als Referenz setzen wir einen Würfel an die Hilfslinie und können hier oben den Würfel schattiert darstellen, damit wir ihn besser sehen.
Hier am Namensfeld gibt es einen kleinen Pfeil. In dem Menü wählen wir Set Seaplane aus und mit 3 Punkten. Wir legen zuerst den Nullpunkt fest und dann die neue X- und Y-Achse. Jetzt liegt die Ebene senkrecht auf unserer Schnittlinie und den Würfel können wir wieder löschen. Jetzt übertragen wir alles auf die Schnittlinie. Der Boden ist 1,05 Meter hoch. Daran können wir alles orientieren. Wir ziehen also alles nach oben, den Boden, die Pool, die Bank und so weiter. Bei den Säulen projizieren wir einzeln die Mittelpunkte. Jetzt wissen wir, dass die Pools 30 cm tief sind. Also können wir hier schon in einem neuen Layer die Linie zeichnen. Ich fange also in der Ecke an, gebe 0,3 Meter in die Befehlszeile ein und klicke in die Richtung. Mit der Shift-Taste gedrückt ziehe ich die Linie zum anderen Ende des Pools. Ist nur noch eine Linie übrig, kann ich die Polylinie mit einem Rechtsklick auch automatisch schließen. Und das gleiche jetzt mit dem anderen Pool. In einem neuen Layer zeichnen wir auch gleich den Sockel. Mit dem Pfeil nach links könnt ihr einen Layer eine Position zurücksetzen. Den Sockel zeichnen wir um die Pools herum. Als nächstes kommen die Säulen. Die sind 3,1 Meter hoch. Für das Fenster müssen wir noch eine Hilfslinie zeichnen.
Das Fenster hat einen Rahmen von 10 cm. Den Rahmen können wir ganz einfach mit dem Befehl Offset zeichnen. Wir tippen Offset und klicken auf Distance und geben dann 0,1 Meter ein. Jetzt müssen wir nur noch eine Richtung wählen und fertig. Die Fensterfront hat noch einige Pfosten. Um die zu zeichnen, blende ich wieder meine Grafik ein. Ich ändere mal die Farbe der Hilfslinie, um sie besser zu sehen. Ich ziehe eine Linie nach oben und kopiere sie weiter. Ich ziehe den Pfosten hoch und kopiere ihn auch wieder auf die anderen. Jetzt fehlt noch die Bank. Dafür übertrage ich die Füße auch wieder auf die Schnittlinie. Die Bank ist insgesamt 60 cm hoch. Da zeichne ich zuerst die Sitzfläche und lege dann die Füße an.
Nachdem jetzt alles 2D auf die Schnittlinie projiziert wurde, können wir jetzt alles 3D hochziehen. Wir fangen also mit den Pools an. Ich klicke auf die blaue Kurve, die den Pool umfasst. Mit dem Befehl Extrude Curve kann ich die Polylinie ganz einfach zu einem Volumenkörper rausziehen. Das mache ich auf beiden Seiten. Bei dem großen Pool hier gehe ich genauso vor. Ich wähle die Polylinie aus, die den Pool eingrenzt, und ziehe den Körper mit dem Befehl Extrude Curve raus. Damit man diese auch wirklich als Körper wahrnimmt, kann man hier in dem Dropdown-Menü auf Shaded umstellen, damit alles als Schattenmodell dargestellt wird. Als nächstes machen wir mit dem Boden weiter. Wir wählen ebenso die Kurve aus und extrudieren die Kurve. Es ist auch wichtig, dass in der Befehlszeile der Befehl Solid auf Ja gestellt ist, damit nicht nur die Linie hochgezogen wird, sondern die Fläche zum Volumen wird. Wir haben den Boden jetzt komplett bis zur Oberkante hochgezogen, müssen die Pools aus dem Boden aber noch herausschneiden. Da wir jetzt meistens nur noch horizontal zeichnen, drehe ich meine Ebene wieder. Damit ich die Linie sehen kann, stelle ich die Ansicht wieder zu einem Drahtmodell um. Um etwas aus einem extrudierten Körper zu schneiden, benutze ich den Wirecut-Befehl. Bildlich gesehen zerschneide ich mit einem Draht den Körper. Dazu zeichne ich zuerst eine Linie an der Poolkante und tippe Wirecut ein. Zuerst wählt man die Linie aus, mit der man schneiden möchte, und dann den Körper. Jetzt kann ich festlegen, wie tief ich schneiden möchte. In unserem Fall genauso tief wie die Pooltiefe. Zum Schluss legt man noch die Länge fest. In der Befehlszeile kann man noch festlegen, ob man beide Teile behalten möchte, wenn nicht löscht Rhino das ausgewählte Teil. Dasselbe machen wir mit dem anderen Pool. Zuerst eine Linie anlegen. Dann den Befehl eingeben. Linie auswählen und dann den Körper auswählen. Die Tiefe des Schnittes festlegen und dann noch die Länge. Dann machen wir mit den Säulen weiter, die ja als Block zusammengefasst sind. Dazu stelle ich wieder zum Drahtmodell um. Ich klicke also eine Säule an und gebe den Befehl Explode ein. Jetzt ist die Säule kein Block mehr und kann bearbeitet werden. Ich ziehe sie einfach mit dem Befehl Extrude auf die Höhe der Fenster. Als nächstes wähle ich die hochgezogene Säule aus und tippe wieder Block ein. Wähle wieder einen Basispunkt und benenne den Block jetzt aber genauso wie vorhin, also Säulen. Rhino fragt jetzt, ob ich den bestehenden Block ersetzen möchte und klicke auf Ja. Da die anderen Säulen noch in diesem Block gespeichert sind, haben sich jetzt alle geändert. Jetzt die Fenster. Um nicht jede Linie einzeln anklicken zu müssen, kann ich mit Rechtsklick auf den Layer klicken und Select Objects auswählen und habe alles, was auf der Ebene liegt, markiert. Wir bewegen das Fenster zunächst an die Stelle, an der es tatsächlich steht, und können sie gleich auf eine Länge von 0,16 Metern extrudieren.
Mit dem gleichen Ablauf können wir jetzt die restlichen Fenster, Möbel und Innenwände hochziehen. Am Ende sollte es in etwa so aussehen. Jetzt fehlt nur noch das Dach. Im Grundriss zeichnen wir erst wieder die Linien mit dem Rechteckwerkzeug nach. Hier an der Unterseite können wir sie sehen. Wir wählen einfach wieder alle Objekte auf dem Layer aus und bewegen sie jetzt auf eine Höhe von 4,15 Metern. Es fehlt Ihnen noch die Dicke von 30 cm und haben dann den Barcelona-Pavillon fertiggestellt.